Jetzt kommt ja der zweite Block mit der Verlegerin Nicole Küppers und ich habe überlegt, wie können wir die hier ein bisschen einführen, klar? Und netterweise hat sich Katrin Jonas bereit erklärt, heute Nacht noch nach der heißen Diskussion über den Mann ein Gedicht zu schreiben. Das Gedicht, wie immer bei Gedichten, holt seine Inspiration aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, die Hauptinspiration war, dass ein Gast mir letztes Mal hier nach der Veranstaltung Prügel angedroht hat, weil ich gesagt habe, Avigdor Lieberman, der israelische Außenminister, wäre für mich ein Faschist, weil Faschisten eben Menschen sind, die sagen, es gibt Menschen, die das Leben verdienen und Untermenschen und zwischen denen trenne ich. Und Leute, die das machen, sind für mich Faschisten, das war ganz einfach. Das fand der aber nicht und der war der Meinung, dass er ein Mensch, der also einen großen Davidstern trug, weiß nicht, ob er auch zu dieser Religionsgemeinschaft gehörte, meinte sich dann, dafür in die Bresche werfen zu müssen. Vielleicht hat sie das bewogen. Ich habe das Gedicht schon gehört. Es ist in dem etwas prügelhaften AB-AB-Reimschema. Also das benutzt man eigentlich nur, das gilt unter Lyrikern, als der ganz grobe Klotz. Aber sie hat sich wahrscheinlich gedacht, auf einen groben Keil gehört ein grober Klotz jetzt. Viel Spaß mit Katrin Jonas und ihrem Geburtstagsgedicht für Avigdor Lieberman, heute am 5. Juni 1958. Okay. Ja, guten Tag. Also der Avigdor Lieberman, dem ich dieses Gedicht schenke, hatte gestern Geburtstag, genau wie ich übrigens. Und das heißt, ich habe mich also das deutet ja schon mal auf eine tiefe Seelenverwandtschaft hin, auf die ich selbstverständlich stolz bin. Ich möchte dem Avigdor von dieser Stelle aus herzlich gratulieren, Mazel Tov, lieber Avigdor. Und ich habe hier die Aufgabe, immer so ein bisschen für den Satire-Blog zu sorgen. Insofern nimm es bitte nicht persönlich. Das ist natürlich alles nicht so ernst gemeint. Ich war einmal Verlegerin, eine Jüdische aus Krakau in Polen. Da haben sie meine Autoren verbrannt. Mich kamen sie anschließend holen. Als Rauch in den Wolken über Ravensbrück habe ich mir was geschworen. Eines Tages komme ich zurück. Schon bald war ich wiedergeboren. Dieses Mal wurde ich ein Mann. Jetzt lasse ich mir nichts mehr gefallen. Mein Name ist Avigdor Lieberman. Ich habe sehr scharfe Krallen. Als Türsteher habe ich angefangen, heute bin ich Außenminister. Und wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es die scheiß Philister. Die lasse ich nicht rein, die schmeiße ich raus, das sind die Nazis von heute. Und selbst wenn das überhaupt nicht stimmt, die stören ja wohl die Leute. Mit Literatur habe ich nichts mehr im Hut, was soll das ganze Palabern, alles was zählt, ist Soldatenmut. Und bald ist der Iran dran. Als Russe, da dulde ich eines nie, da ist mir nun mal unbequem. Die parlamentarische Demokratie. Ich bevorzuge ein Präsidialsystem. Wäre ich von Israel der Zar, dann könnte definitiv keiner mehr einem Juden krümmen ein Haar. Man nennt mich zu Recht ein Hardliner. Manche meinen, ich sei ein Faschist. Wissen Sie, da kann ich nur lachen. Nur einer, der noch Hoffnung hat, erzählt so naive Sachen. Der hat ein Gesetz der Macht nicht kapiert. Und das ist auch ziemlich humorfrei. Ruhe nicht, bis der letzte Feind krepiert. Sonst macht der dich zu Rührei. Mein Psychiater sagt immer, Avigdor, willst du seelisch genesen, musst du aufhören, mit den Emotionen von früher die Probleme von heute zu lösen. Er meint, das Trauma von Auschwitz hätte mich total verroht. Für einen Politikerposten sei ich nicht reif. Ich glaube, das ist ein Idiot. Denn manchmal, ich gebe es nur ungern zu, da träume ich so im Stillen, im nächsten Leben möchte ich ein Deutscher sein. Doch dagegen nehme ich jetzt Pillen. Sehr tief. Danke, Katrin. Ja, ich fand das gar nicht schlecht. Also, das sollte man Avigdor doch mal zukommen lassen. Es ist ja nun ein großes Geheimnis, dass die Überidentifikation mit dem Aggressor ein Topos aus der Psychologie ist. Und ja, aber ich meine, wenn schon Identifikation mit dem Aggressor, dann wünsche ich mir immer, dass die israelische Selbstverteidigungsarmee hier kommt, wenn wir gegen die Nazis kämpfen und uns beisteht.
das wäre doch nun sozusagen der Feind, den man eigentlich meint. Aber das passiert nicht. So, Nicole, der, ich sagte schon, noch nicht, aber bald hoffentlich weltbekannte Pavoni Verlag, hat extrem unpolitische Literatur rausgegeben. Ist das richtig? Oder ist das ganz falsch? Das ist ganz richtig. Das ist seltsam. Es ist so, dass wir, oder ich im letzten Jahr im März diesen Verlag gegründet habe. Also mein Name ist Nicole Jörg-Püppers und habe März 2009 den Design Pavoni Verlag, der übrigens eine Marke ist, das ist ein Label, das muss ich nur mal kurz erwähnen, das kostet mir Geld. Und, was die Erwähnung hier kostet jetzt? Nein, also, das Design Pavoni, die Marke, das kostet ja Geld. Den habe ich also im letzten Jahr im März gegründet und kann also mit Fug und Recht behaupten, da eine sehr schöne Karriere gestartet zu haben, da ich der erste Verlag in Deutschland war, der von Kindern für Kinderbücher verlegt. Und demzufolge hatten wir als jüngsten Autor den Leander Winkels auf der Buchmesse in Frankfurt im letzten Jahr, der also dann auch zum Thomas Boschak in die Sendung reiste. Wie alt war der? Ich weiß nicht, ob den jeder hier kennt. Der Leander Winkels ist 13 Jahre alt. Sein Vater ist ein Literaturkritiker, Dr. Hubert Winkels. Und der wusste aber von der ganzen Geschichte nicht. Also das war nicht die klassische Vetternwirtschaft in Deutschland, sondern das war ein Geburtstagsgeschenk für seinen Vater. Und dementsprechend ist er auch hinten rübergefallen, als er seinen Sohn oder die Präsentation hörte, dass der in Frankfurt sein Buch vorstellt. Dem war das erst gar nicht angenehm. Aber gut, da ich ja einen dicken Kopf habe und mich durchsetze, wurde das dann publiziert. Wir haben dann sehr schnell, mittlerweile haben wir 31 Autoren unter Vertrag, davon 15 Kinder und Jugendliche, und haben dabei auch bemerkt, dass da ein ungeheurer Bedarf in diesem Land herrscht. Also das die heißt, Kinder bei sind Jugendlichen nicht so gut. Was zu veröffentlichen oder von Jugendlichen Literatur von Gleichaltrigen zu lesen? Was von, ist der Bedarf? Gleichaltrige Autoren haben wir reichlich. Das sehen wir. Wir haben in der Woche bearbeiten wir mittlerweile 400 Bewerbungen. Das muss man mal überlegen. Von 14, 15-Jährigen? Nee, das fängt bei 8 an, das 8. Das jüngste, und geht dann eben bis zum 18. Lebensjahr. Und die können schon richtige Bücher schreiben. Die schreiben verdammt gute Bücher. Also wir wundern uns, ich habe gut, grammatikalisch ist da einiges zu bearbeiten. Wir haben auch die Erfahrung, wir haben 6 unserer jungen Autoren sind hochbegabt, wussten wir aber vorher nicht. 2 haben jetzt gerade ein Stipendium erhalten und die können aber alle keine Grammatik. Unser Lektor, ich sag, wie kommt ihr an die 1 in Deutsch? Ja. Der sagt mir, ja, wie korrigiert das du bei uns gar nicht mehr? Er sagt, was macht ihr denn da? Also die schlagen ja nur 400 Fehler pro Skript, sind also Uso. Das ist wirklich so bei uns. Und wir merken aber auch, dass selbst die Lektorin von Dumont, die für uns arbeitet, unter anderem, jetzt das letzte Skript, was ich zurückbekommen habe, habe ich dann direkt auf der ersten Seite schon die ersten 10 Fehler wieder entdeckt. Nein. Und gesagt, dass irgendwas im Land stimmt nicht mehr. Weil entweder weiß keiner mehr, welche Rechtschreibreform er gerade anwenden soll, oder ist halt die Folge von der kleinen Verdummung durch die vielen Avatar-Spiele und so. Das ist ja so mein, das ist ja mein Feind. Das muss ich kurz erklären, wo wir hier sind. Sie sehen das Plakat und Sie sehen hier überall junge Menschen sich herumbewegen mit merkwürdig verklärten Augen. Wir sind hier auf dem Bundeskongress der Avatare, der heißt Virtuelle World Exchange. Und gestern konnten Sie hier sehen, wie auf einer riesen Leinwand verschiedene Menschen gegeneinander aus ihren Apple Laptops, teuerstes Equipment, dann kleine Kämpfe miteinander auf der Leinwand ausführen und so weiter. Das Irre ist, also ein Avatar, das ist der Name, den man sich wählt, damit man im Netz eine Identität hat. Und es sind von den 200 Leuten, die hier waren, waren ungefähr 600 Avatare anwesend, woraufhin ich dann geguckt habe, wer denn irgendwie 3 Augen hat oder nach außen schielt oder woran man das merkt. Weil das sind ja alles durchaus unterschiedliche Persönlichkeiten, die da miteinander sind. Also Sie sind heute hier Teil einer virtuellen Welt. Wahrscheinlich kommen Sie dann auch alle dann irgendwo auf ein Computerspiel vor. Ja.